Die Hilfsorganisation Oxfam hat das Migrationsabkommen, das die EU mit der Türkei geschlossen hat, verurteilt. Der vor 3 Jahren ausgehandelte Deal sollte für eine kontrollierte Zuwanderung sorgen und der EU die Möglichkeit geben, illegal eingereiste Migranten rückzuführen. Die Politik, die betrieben wird, um das Abkommen zwischen der EU und der Türkei umzusetzen, sind gefährlich und unhaltbar. Anstatt sich darauf zu konzentrieren, Menschen in die Türkei zurückzuführen, sollte die EU gemeinsam Verantwortung übernehmen und die griechische Regierung bei der Zuweisung und Verwendung von EU-Mitteln unterstützen, damit Menschen, die nach Griechenland kommen, Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen erhalten. Derzeit leben rund 15.000 Menschen in Flüchtlingsunterkünften in der östlichen Ägäis. Das entspricht fast der doppelten Zahl ihrer Kapazität. Integrationsmaßnahmen stoßen nicht überall auf Gegenliebe. So verboten Eltern einer Ortschaft auf Samos, ihren Kindern in die Schule zu gehen, weil dort am Nachmittag Migrantenkinder unterrichtet werden. Das griechische Bildungsministerium schrieb in einer Erklärung, dass Eltern eine rassistische und fremdenfeindliche Atmosphäre schafften. Vor dem Gebäude der EU-Kommission in Athen protestierten unterdessen Migranten und Hilfsorganisationen gegen die Rückführung und für eine Aufnahme der Menschen im Rahmen eines EU-finanzierten Hilfsprogramms.